Was geht eigentlich ab bei Männern, die Fotos von ihrem Schwanz machen und die einfach ungefragt an fremde Personen schicken? Ich bin sehr froh darüber, dass das jetzt nur du siehst. Es sind halt wirklich genau die Bilder, die man halt sich unter Dickpics vorstellt. Das ist das Typische, sie liegen auf dem Bauch und haben einmal ihren irrigierten Penis abgeknipst. Das ist ein Fehlverhalten, das ist eine strafbare Handlung. Ich will in diesem Film verstehen, warum einige Männer das regelmäßig machen und was es mit den vielen Betroffenen macht, die dieser Anblick der Fotos nicht mehr loslässt. Während der Recherche haben wir euch gefragt, welche Erfahrungen ihr mit dem Thema gemacht habt. Und daraufhin hat sich Jenny gemeldet. Schön, dass es klappt. Ein Glück. Das ist Julia und Julia kann dich jetzt gleich verkabeln. Wo kriegst du denn diese Bilder ständig geschickt und wie häufig kommt das vor? Also jetzt aktuell passiert es mir so ein bis zweimal im Monat noch. Also es passiert schon immer noch häufiger und auch ausschließlich auf Social Media, Instagram und Facebook. Und auch ausschließlich von männlichen Personen, mit denen ich keinerlei Kontakt vorher hatte. Wie genau sehen diese Bilder aus? Es hat sich niemand die Mühe gemacht, sich jetzt irgendwie ästhetisch in Pose zu bringen. Es ist das Typische, sie liegen auf dem Bauch und haben einmal ihren irrigierten Penis abgeknipst und schicken das rum. Mit schlechter Beleuchtung am besten noch, am besten nur mit Kamerablitz. Was ich übrigens richtig krass finde, über 50% aller in Deutschland lebenden Frauen haben schon mal Dickpics geschickt bekommen. Also, wenn ihr dazugehört, ihr seid nicht alleine. Wie fühlt sich das in dem Moment an, wenn du an deinem Handy dieses Foto öffnest? Was spürst du da in dem Moment? Ekel, Scham, Wut, wirklich Abscheu und auch Hass. Also ich kann es nicht anders sagen. Ich verspüre wirklich Hass auf diese Person und aber auch etwas von Hilflosigkeit, weil diese Person mir nicht gegenübersteht, sondern anonym im Internet ist. Ungefragt Dickpics verschicken ist in Deutschland übrigens eine Straftat. Ein Großteil der Anzeigen werden aber fallen gelassen, weil die Täter meistens anonym bleiben. Also ich habe auch schon mal einen Dickpic bekommen und das war damals, ich kann mich auch noch erinnern, das ist so, keine Ahnung, 6, 7 Jahre her. Ich war so Anfang 20 und ich kann mich noch erinnern, dass ich in so einer flirty Atmosphäre war. Es war nicht jemand, der mir unbekannt war, ich kannte die Person. Und wir haben so flirty geschrieben und irgendwann kam halt dieses Bild. Aber ich hatte darum nicht gebeten und ich wusste auch nicht, wie ich damit umgehen sollte. Und wir waren auch noch nicht so weit und ich hatte auch kein Interesse, seinen Penis zu sehen. Und ich weiß noch, dass ich das irgendwie befremdlich fand und auch nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte. Ja, vor allem, weil ich darauf auch nicht vorbereitet wurde. Mhm. Also es kam nie jetzt irgendwie eine erwachsene Person, die jetzt konkret mich darauf vorbereitet hat, dass Menschen mir letztendlich solche Bilder schicken und wie ich dann damit zu verfahren habe. Stimmt. Das heißt, man ist damit eigentlich alleine. Ich treffe später im Film übrigens noch Patrick. Er hat in Vergangenheit häufig ungefragt Dickpics verschickt und will mir erklären, warum. Hattest du auch schon mal so den Gedanken, so, warum krieg gerade ich diese Bilder geschickt? Ich hatte gedacht, habe ich vielleicht irgendwie sexuelle Verfügbarkeit, Flirten signalisiert. Vielleicht war ich zu aufreizend angezogen. Ich habe natürlich meine Fotos angeguckt und geguckt, ist da irgendwas dran? Ich habe dann nur Fotos von mir letztendlich reingestellt, auf der wirklich alles bis auf das Gesicht bedeckt war. Ich kenne das Gefühl, dass man sich als Frau selbst die Schuld gibt, wenn solche Dinge passieren. Wer von sexueller Gewalt betroffen ist, trägt aber nicht die Schuld für das Erlebte. Jennifer hat vor kurzem das erste Mal Anzeige erstattet und sich dabei sehr befreit gefühlt. So, wir müssen noch weiter heute. Deswegen würde ich sagen, lass mal die Biege machen. Ich muss da hoch, du auch? Ja. 16, 17, 18, 19, 20. Deine Dickpics sind einfach nur ranzig. Ey. Ich möchte noch besser verstehen, was bei den Männern im Kopf vorgeht. Und deshalb bin ich jetzt mit Jonas Knerr verabredet. Er ist Psychotherapeut und beschäftigt sich beruflich mit sexualisierter Gewalt. Hallo Herr Knerr, schön, dass es klappt. Freut mich. Ich freue mich auch. Das ist Julia, meine Kamerafrau. Hallo. Die Leiterin der Psychiatrie. Mhm. Nachher wieder rausgehen, müssen Sie hier nur noch alles geradeaus. So. Was beobachten Sie denn, was ist so der häufigste Grund, warum verschicken Männer einfach ungefragt Bilder von ihren Schwänzen? Es gibt eine recht große Studie dazu, 1000 Männer wurden dazu befragt und tatsächlich ist so das, was die meisten antworten, die Hoffnung dafür auch was zurückzubekommen, also so ein transaktionales Mindset. Ich gebe etwas und bekomme dafür hoffentlich auch was Ähnliches zurück. Würden Sie denn sagen, dass dieser Wunsch nach Bildern verschicken von Genitalien auch psychologische Gründe hat?
Ja, letztendlich, da steckt eine Motivation dahinter. Das ist natürlich was Psychologisches und die Motivation dazu kann sehr, sehr vielfältig sein. Auch das kann sowas sein, jemandem zu zeigen, dass man ihn eben attraktiv findet, eben auch so ein Flirtverhalten. Aber es kann natürlich auch was eher Negatives sein, also jemand anderen zu entwerten, zu ängstigen oder irgendwie auch zu schocken. Ich habe gelesen, dass das tatsächlich auch narzisstische Gründe haben kann, dass Männer Dickpics verschicken. Ist das so? Ein Bild von meinem Penis als höchste Form der Anerkennung. Und natürlich steckt da auch was Narzisstisches, also ein Wunsch nach Anerkennung, sich irgendwie auch zu erheben, sich toll zu finden. Das sind ja narzisstische Komponenten. Ich habe tatsächlich auch mit einer Betroffenen gesprochen, die ganz klar beschrieben hat, dass sie sich durch die Bilder, die sie bekommt, erniedrigt fühlt. Ist das was Sie bestätigen können? Das ist was, worüber wir im Rahmen unserer Arbeit immer wieder Kenntnis erlangen, dass diese Bilder eben nicht positiv empfunden werden, dass diese nicht positiv erlebt werden. Und da gibt es, glaube ich, einfach eine sehr große Verzerrung. Und tatsächlich glauben da Männer sehr, sehr häufig, oder deren Ziel ist es eigentlich, ein positives Erleben damit auszulösen, dafür was zurückzubekommen. Auf der Empfängerseite sieht es dann ganz anders aus. Mhm. Und ich glaube, auch die meisten Frauen, die sowas empfangen, tun es eben ohne danach zu fragen und sind dann vielleicht im besten Fall noch irgendwie amüsiert. Vielleicht gibt es wirklich welche, die das auch toll finden. Aber ja, die meisten sind wahrscheinlich eher angeekelt, schockiert. Ich glaube schon, dass auch viele Frauen, die jetzt den Film schauen, auch sich damit identifizieren können und damit auch schon mal in Kontakt gekommen sind. Was würden Sie denen raten? Wie soll man sich verhalten, wenn man so ein Bild öffnet und denkt, oh Mann, das wollte ich nicht haben? Ganz klar sagen, sowas möchte ich nicht haben, das ist nicht in Ordnung. Ich frage dich danach, wenn ich das sehen möchte. Ja, und in letzter Instanz vielleicht auch sogar eine Anzeige zu erstatten, um ganz klar zu machen, das ist ein Fehlverhalten, das ist eine strafbare Handlung. Herr Knerr, vielen Dank. Das hat total geholfen. Dankeschön. Sehr gerne. So. Ich bin jetzt hier im Wald mit Patrick verabredet, auf einen Spaziergang. Das ist er. Ich frage mich gerade, ob der jetzt aufgeregt ist. Schon krass, dass er mit mir darüber spricht. Hi, ich bin Svenja. Ich muss meine Jacke erstmal aus. Patrick hat früher mehrfach die Woche ungefragt Dickpics verschickt. Damals war er noch Single. Manchmal kannte er die Frauen im Vorfeld, oft hat er sie aber auch erst kurz vorher im Internet kennengelernt. Also ich habe ganz viele Fragen, aber die erste Frage wäre tatsächlich, wann hast du das erste Mal einen Dickpic verschickt, ungefragt? Weißt du das noch? Nö. Also tatsächlich keine Ahnung, wann das erste Mal war. Es war, wenn ich jetzt so vom jetzigen Zeitpunkt drüber nachdenke, ist das so ein typischer Fall von, das war schon immer so. Also hast du dann irgendwie, keine Ahnung, mit Frauen geschrieben und dann irgendwann hast du einfach ein Foto geschickt? Ja. Also im Prinzip, so platt muss man sagen, ja. Es ist dann meistens, die Gespräche bauen sich dann so langsam auf. Mhm. Man versucht irgendwie auf eine persönliche Ebene zu kommen. Und dann ist es halt einfach, keine Ahnung, ich bin gerade auf dem Sofa, bin mit ihr am Schreiben. Und dann kommt also die Frage, ja, was machst du gerade? Ja, keine Ahnung, was sie gerade macht. Dann fragt sie mich, was ich mache. Ja, ich liege gerade auf dem Sofa. Man redet so ein bisschen weiter und dann so schickt man halt ein Bild davon, wie man auf dem Sofa liegt. Sie schickt ein Bild von dem, was sie macht. Und so geht das dann halt Stück für Stück weiter und dann hat man plötzlich nichts mehr an. Ich habe gestern eine Frau getroffen, die auch häufig Dickpics bekommt und mir erzählt hat, dass das bei ihr das Gefühl von Erniedrigung auslöst. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht, dass du dieses Gefühl bei Frauen auslöst damit? Nee, also das war bei mir eigentlich nie wirklich ein Thema, weil für mich war das halt einfach ein egoistisches Verhalten. Für mich ging es halt einfach nur um die Befriedigung. Mir war dann auch in dem Moment egal, ob das jetzt die eine oder die andere Frau ist. Ja, krass. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Hast du noch solche Chatverläufe? Das eine oder andere gibt es doch noch, ja. Können wir uns das mal angucken? Aber ich würde sagen, lass uns dafür mal irgendwo hinsetzen. So. Abstand. Also bei dem Chatverlauf ist es tatsächlich so, dass die Reaktion darauf nicht klar negativ war. Mhm. Also ich habe ihr quasi ein Bild geschickt und meinte dann daraufhin, ja, du kannst ja auch mal was von dir zeigen. Und dann war so, nee, ich will aber nicht. Darf ich es mal sehen? Ja klar, mal so. Hast auch eine Boxershorts an, aber man kann auf jeden Fall deinen irrigierten Penis erkennen. Ja. Schlimm. Also es ist tatsächlich, ich bin sehr froh darüber, dass das jetzt nur du siehst. Als du diese Fotos verschickt hast, was ging dir in dem Moment durch den Kopf? Also warum hast du das in dem Moment machen wollen?
ich würde es so nennen, dieses Prinzip, ich gebe dir was, also musst du mir was geben. Mhm. Also es war quasi so ein bisschen dieser Versuch, ja, einfach was zurückzubekommen. Mhm. Und der Gedanke, den ich dabei hatte, war tatsächlich einfach nur der Wunsch nach sexueller Befriedigung. Ja, dieses Wechselspiel, dieses ich gebe dir was, du gibst mir was, das hat auch der Psychotherapeut, den ich getroffen habe, mir erklärt, dass es bei ganz vielen Männern das ist, was sie sich erhoffen. Dieses, ich zeig dir meinen Penis, zeig du mir auch was. Spannend, dass das jetzt genau das ist, was du auch beschreibst. Hast du noch mehr? Ich habe tatsächlich mir gestern mal einen Ordner zusammengebaut mit den Bildern, die ich noch auf dem Handy hatte. Mhm. Wenn du willst, kannst du gerne mal drauf gucken. Aber wie gesagt, es ist unangenehm im Nachhinein. Es sind halt wirklich genau die Bilder, die man halt sich unter Dickpics vorstellt. Also es ist halt nicht irgendwie ästhetisch schön. Es ist halt nicht, dass man was sieht, was man vorher noch nie gesehen hat, sondern es ist halt einfach... Viele der Bilder, die ich jetzt gerade gesehen habe, waren so von oben runter fotografiert und natürlich sieht dann ein Penis oft auch größer aus, als er ist. War dir das wichtig? Ja, schon, weil wenn man so ein Bild verschickt, will man natürlich jetzt nicht irgendwas verschicken, wo die Reaktion drauf kommen kann. Ja, ist ja relativ klein, sondern man wollte natürlich dann auch als Reaktion dazu haben, dass er besonders groß aussieht oder sonst. Heieiei, oh Mann, ey. Also tatsächlich, dadurch, dass wir jetzt dann doch schon eine Weile geredet haben, fällt es mir dann doch wieder ein bisschen leichter, weil ich die Kamera aus dem Auge verliere. Aber es ist schon... Ja, ja, klar. Patrick, vielen Dank. Ich finde es stark, dass du mit mir da jetzt so offen drüber gesprochen hast. Ich weiß, dass dich das echt Überwindung gekostet hat. Wir haben ja auch vorher ganz lange darüber gesprochen, ob das wirklich, ob du das wirklich kannst oder nicht. Deswegen cool. Patrick hat sich bei einigen Frauen im Nachgang für die Bilder entschuldigt. Die Reaktionen waren sehr unterschiedlich. Einige haben positiv reagiert und andere haben gesagt, jetzt ist es auch zu spät. Damit muss er jetzt aber klarkommen, sagt er. Mach's gut. Schönen Tag dir noch. Dir auch. Ich wollte für den Film ja besser verstehen, warum Männer das machen. Und durch das Gespräch mit Patrick muss ich sagen, dass ich es jetzt schon besser nachvollziehen kann. Aber okay ist natürlich trotzdem nicht. Ich bin froh, dass er das reflektiert und ich wünsche mir, dass das auch noch andere tun. Dass man natürlich vorher fragen sollte, bevor man so ein Foto verschickt. Und ich hoffe wirklich, dass sich Frauen, die sich jetzt den Film angucken, vielleicht seid ihr auch dabei oder auch betroffene Männer, dass sie sich ermutigt fühlen, darüber zu sprechen, sich Hilfe zu holen und natürlich auch anzuzeigen. Was sind denn eure Erfahrungen mit dem Thema? Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Wenn ihr mich weiter bei solchen Themen begleiten wollt, dann abonniert uns doch gerne und aktiviert die Glocke. Und meine Kollegin Lisa hat zu einem ähnlichen Thema einen Film gemacht. Da geht es um sexuelle Belästigung im Internet. Eigentlich bist du zu jung, aber wenn du versuchst, dich pervers und erwachsen zu verhalten, dann können wir gerne weiterschreiben. Den Film findet ihr hier oben. Und hier unten gibt es noch einen Film von Auf Klo. Da hat sich Maria damit beschäftigt, ab wann Dickpics strafbar sind. Bis zum nächsten Mal.